Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Star Wars Outlaws. Schön, dass du mit am Start bist und ich muss euch was vertellen. Und zwar, ich bin ein kleiner Trottel, ne? Ich habe nochmal drüber nachgedacht, beziehungsweise ich habe mir meine eigene Aufnahme eben nochmal angesehen, wegen diesem Händler. Wir sollen ja einen Händler finden, der ja falsche Credits rausgibt. Und ich, Trollo, habe einfach nicht dran gedacht, weil ich habe bei diesem Händler etwas gekauft. Ich habe aber nicht dran gedacht, ich bekomme ja nur, wenn gefälschte Credits von einem Händler, wenn ich etwas verkaufe. Alles andere ergibt ja gar keinen Sinn, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das heißt, ich werde jetzt hier bei diesem Händler noch etwas verkaufen. Ich glaube, wir haben zwar leider nichts mehr. Aber wir probieren jetzt mal hier. Einen speziellen Rabatt verdient. Ja, okay, ja, wir haben speziellen Rabatt verdient, ja. Oh, danke schön. Also, hier, super klasse. Okay, ja, also, wir verkaufen etwas. Dieser Gegenstand kann bedenkenlos verkauft werden. Dieser Gegenstand kann bedenkenlos verkauft werden. Wir haben ja hier zum Glück wieder so ein paar Sachen bekommen. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir verkaufen jetzt mal hier sowas. Hier, 8 Kredits kriegen wir dafür. Verkaufen. Ich lass mich doch nicht in gefälschten Kredits bezahlen. Fälschung, die habe ich schon mal gesehen. Falsch? Ich hatte keine Ahnung. Ehrlich. Wo hast du sie denn her? Ich wusste, es ist zu schön, um wahr zu sein. Letzte Woche kam ein Fremder vorbei und bestellte eine Ladung Fiberplast. Für eine Suppenküche. Oh, na gut, ein gut gemeinter Rat. Wirf den Rest der Kredits weg, ehe die Pikes sich damit erwischen. Ah ja, seht ihr? Ha! Das war ja wohl klar. Das war ja wohl klar, dass das so ist. Also, gefälschte Kredits. Wir haben jetzt Suppenküche. Es könnte Beweismittel in der Suppenküche im Crimson Dawn Viertel geben. Genau, abgelehnt. Jemand auf dem Markt könnte die Losung kennen. Toshara. Suppenküche. Kovels Geheimnis, da ist dieser Datenlock, das war außerhalb, genau, ich darf mich mal ganz kurz hier erstmal ein bisschen orientieren, okay? Also, wir haben jetzt hier, nein, oh Mensch, sag mal, irgendwie bin ich gerade auch ein bisschen zu doof, ne? So, Sabotage haben wir hier und hier haben wir diesen Crimson Dawn Kram, da gucken wir nochmal auf die Karte, ja, schaut mal, dann sollten wir ins Crimson Dawn Viertel reingehen. Es könnte Beweismittel in der Suppenküche geben. Also sollten wir dort mal hin, würde ich mal behaupten. Warte mal, laufen wir jetzt richtig? Ja. Das ist ja auch die Hauptquest. Das heißt, wir schleichen uns jetzt hier ins Crimson Dawn Gebiet ein. Wir haben ja bei Pike eigentlich schon ein ganz gutes Ansehen. Hier wird ein bisschen rumgeschweißt. Hier ist ein Marktviertel. Ah, okay. Warum dürfen wir denn hier trotzdem rein? Das ist ja eine wilde Geschichte. Oh, da riecht was rauchig. Cool, ey. Hier wird schön was zubereitet. Das ist ja richtig nice. Und hier gibt es anscheinend irgendeinen Schatz, ja? Hat sie ja gerade gesagt. Gucken uns erstmal hier so ein bisschen, oder schauen uns erstmal so ein bisschen um. Hier ist auf jeden Fall die Suppenküche. Nix, drück auf das Knöpfchen da. Ach, guck mal, hier kommt man ja in den Schacht rein. Ah ja, okay, und wo geht's jetzt hier rein? Guckt mal, galaktisches Streetfood, Schatz. Hier können wir uns irgendwie so ein bisschen reinschmuggeln. Was war das? Was? Geheimgeräusch im Lagerraum. Sollen wir nachsehen? Auf keinen Fall. Der Lehrer hat gesagt, wir sollen nicht rein. Aber wahrscheinlich nur das.
Ah ja, läuft bei uns hier. Hier können wir schön stehlen. Überbrücken wir mal hier das Schloss. Bisschen knacken. So, das haben wir. Umba-Leder. Okay, stehlen. Kredits haben wir hier noch. Nehmen wir das mal. Holen wir das her hier, Nixi? Ein Grobtuch, okay. Was sieht da was? Nee, ne? Hier soll es irgendwas geben. Wir sind jetzt hinten drin. In der Suppenküche. Hey, Wacker. Wo lagert Crimson Dawn wohl ihre Blasterteile? Ich habe gehört, die haben ein ganzes Lagerhaus voll mit Diebesgut. Wenn das stimmt, dann werden die Teile wohl dort sein. Okay. Haben mich entdeckt, wirst du rausgeworfen. Also wir sind jetzt hier auf jeden Fall in dem tiefsten Crimson Dawn Gebiet. Ach so, da sollen wir eh rein. Ah, wir sind noch gar nicht in der Suppenküche. Verstehe, ich verstehe. Wir laufen jetzt hier erst ins Crimson Dawn Gebiet rein. Den können wir erstmal hier bestehlen. Komm, nix. Hol da mal was raus aus ihm. Zack. Eine Granate, okay. Die haben wir leider ja schon. Putz. So, du gehst jetzt erstmal schlafen, eine Runde. Pass auf! Was war das? Nichts zu vermelden. Gott. Wir gehen jetzt erstmal hier wieder raus. Oh mein Gott. Das ist hier eine ganz doofe Stelle, ehrlich gesagt. Vor allem stiehl das Blasterteil. Ja, toll. Laufen die jetzt eigentlich hinten rum? Nee. Anscheinend nicht. Moin. Bumm. So, da legt sie auch mal wieder schlafen hier. Na kommt, zurück an die Arbeit. Eieieiei. Siehst du was? Geht klar. Na dann weiter. Da kommen wir ja nicht rein, ne? Boah, wie sollen wir denn da vorbeikommen, ey? Gefällt mir gar nicht, wie es hier aussieht. Ich frag mich, ob mein Kontakt in der Nähe ist. Crimson Dawn hat Augen überall. Hey! Vor mir läufst du nicht weg! Scheiße. Hey, nichts für ungut, ja? Da ist also noch jemand erwischt. Ja, verdammt. Jetzt werden wir rausgeschmissen wieder. Oh, Mann. Verdammt. Crimson Dawn, unerlaubtes Betreten. Boah, aber das ist ganz schön schwer, finde ich. Boah, das ist...
ist ganz schön schwer, ehrlich gesagt. Da kommt man nämlich ganz doof rein. Das ist dürftig bei denen, ja. Boah, aber ich sag ganz ehrlich, wir könnten ja eigentlich... Dann sind wir halt bei beiden ausgeglichen wieder, ja. Wie kommen wir da rein? Leute. Wie geht das? Wir probieren das jetzt nochmal. Schacht öffnen. Also wir kommen ja da durch. Ich habe da auch gerade nichts gesehen, ne? Wo man sonst noch so lang könnte. Das ist ein bisschen ätzend. Dass wir da jetzt gerade so erwischt worden sind, das ist echt ein bisschen schade. Wahrscheinlich sind die jetzt ja auch alle wieder da. So, also wir müssen jetzt mal gucken. Wir müssen uns jetzt mal ordentlich umgucken, weil vielleicht gibt es hier doch noch irgendwo einen Schacht oder so. Weil hier scheint es ja nichts zu geben irgendwie. Schalten den mal wieder aus. Boah, sag mal, lass mich doch mal hier rein wieder. Ja, genau das habe ich mir nämlich gedacht. Verdammt. Kommt da wieder einer hergelaufen? Ja, da kommt er jetzt. So, dann können wir den jetzt wieder ausschalten. Die sehen aber auch echt viel, ey. Muss man mal sagen, ne? Uff. So, bumm. Bumm. So, haben wir. War also ausgeschaltet. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier gucken. Da geht's. Da geht's da jetzt hin. Da patrouilliert jemand. Das ist ein bisschen schlecht. Eieieiei. Das läuft doch nicht, ne? Freunde. Das läuft doch nicht. Aber wir locken die ja jetzt so nach und nach her. Also so verkehrt ist es gar nicht. Wurden die auch wieder alarmiert, ne? Er ist tot. Ich will, dass hier alles durchsucht wird. Was? Hier ist eine Leiche. Durchsucht das gesamte Gebäude. Zeit für eine kleine Showeinlage. Nein! Oh nein, die haben mich ja instant erwischt. Oh, warum konnte ich die denn nicht angreifen? Oh, verdammt, ey. Also dieses, also da bei Crimson Dawn, das ist schon ein bisschen hart, ehrlich gesagt.
Das ist schon ein bisschen sehr hart gerade. Boah, ey, schwierig. Komm, aber wir können sonst auch versuchen, das Blasterteil ja so. Komm, wir stehlen das Blasterteil so. Was soll's, Freunde? Also das ist ja albern da jetzt so, ne? Das ist ja albern, Freunde. Achso, den Schatz, den können wir uns auch mal angucken, wie wir da jetzt hinkommen. Schon wieder hier. Vielleicht nur ein kleiner Haken. Okay, jetzt kann ich. Was kann ich jetzt hier. Ach, guck mal. Wir können jetzt hier was essen. Cool. Langsam gegrillter, süßer Moskakolben. Frisch aus den Steppen von Tashara. Serviert mit gestampfter Daiko-Wurzel und Jera-Pfeffer. Das bestellen wir doch mal. Sieh dir das an. Wow, das riecht toll. Ah, ich glaube, das wächst alles hier auf Tashara. Was ist das jetzt? Ein Minispiel? Lecker. Dort zuerst. Ah, haut mal rein. Das ist Brams Fisch mit Grütze, hm? Süß. Okay. Ein Essens-Minispiel, das ist ja auch der Wahnsinn. Oh, das haben wir verhauen. Jetzt nochmal. So, Essen, Essen. Wie cool ist das bitte? Quicktime-Event fürs Essen, das ist ja richtig geil. Ja, sieht nicht ganz fertig aus. Ich habe eine Idee. Okay. Oh. Das ist schon richtig witzig, ey. Nicht schlecht. Cool. Schon okay. Das ist ja richtig süß gemacht. So, lecker, lecker, lecker. Nimm noch was. Das ist gleichzeitig süß und rauchig. Nein. Bin einfach ein bisschen zu doof dazu, ne? Für Quicktime-Events. Köstlich. Köstlich schmöchlich. Bist du jemals nicht hungrig? Bis später. Bis später. Kenn ich, Kumpel. Kenn ich. Vielen Dank fürs Essen. Und wie komme ich jetzt an den Schatz ran? Ach, das war das. Ah. Ach, wir können noch die Losung uns hier anschauen. Ja,
Ja, ich hab irgendwie ein bisschen Bock auf Nebenquests. Deswegen gucken wir jetzt mal oder sehen uns mal nach der Losung um. Oh, was haben wir hier? Notizen eines Plünderers. Trellem. Wenn du es hier als Plünderer zu was bringen willst, musst du über alles Bescheid wissen. Blasterteile. Das Imperium hortet die meisten davon. Wenn du also nicht in eine imperiale Anlage einbrechen willst, kommst du in dem Geschäft nicht weit. Gleiterteile. Die Syndikate beherrschen diesen Markt. Entweder machst du dir da ein paar Freunde oder du brichst in ihre Reviere und Bezirke ein. Schiffsteile. Gegen die Konkurrenz hier hast du keine Chance, ein Schiffswrack als erster zu erreichen. Also geh entweder in ein Piratenlager und bestiehl andere Plünderer oder flieg raus ins All und such dir da ein Wrack. Und um der Leere willen, besorg dir neue Klamotten. Dein altes Bauernhemd riecht nach Rubuma. Du findest Schneidereizubehör auf den Märkten in der Stadt oder in den Siedlungen. Pass auf dich auf und enttäusche mich nicht. Ref Barabo. Ah ja. So, hier auf den Markt soll jemand die Informationen haben, ja? Man kennt die Losung. Hallo. Moin. Polycarbonat? Nee. Bis später. Verlangt, dass Operationen in diesem Sektor ruhen. Wenn der Gouverneur die Bedingungen... Okay, das sind die Pikes. Die da gerade so ein bisschen zu tun haben. Wer kennt denn hier wohl die Losung? Hallo? Nee, okay, hier kommt keiner. Ich finde das ja so cool, dass es hier so Informationen gibt und wir so rumgucken können. Das ist halt so cool, ne? Oh, ein Datenblock. Warnung. Zahlreichen Berichten zufolge sind auf dem Myroganer-Markt gefälschte Kredits im Umlauf. Seien Sie wachsam. Handeln Sie nur mit Händlern, denen Sie vertrauen und prüfen Sie Ihre Kredits. Fälschungen weichen in Konsistenz, Form und Gewicht ab. Auf dem Markt habe ich es schon probiert. Ah, zuhören. Wenn du Blasterteilen suchst, dann wirst du bei Lalini fündig. Unter der Hand. Du findest ihn in der Seitengasse, gleich neben dem Markt. Sag ihm, dass du ein Freund von Arlo bist. Aber ich kenne keinen Arlo. Nein, nein, das ist das Passwort. Wer ist Arlo? Niemand. Oh, vergiss es einfach. Oh mein Gott. Ist das cool, Freunde. Das ist schon ziemlich cool. Ach, das war der. Ah ja. Jetzt weiß ich wieder, welcher Händler das ist. Hier, der hier, ne? Genau, das war der in der Seitengasse. Ja, gucke mal. Aber wir können jetzt erstmal runtergehen. Weil wir können hier nochmal mit den Händlern gucken. Hallo. Moin. Das ist ein Schneider, okay. Wenn wir den trennen möchten, hätte ich vielleicht... Und wo ist der mit den Alu-Schätzen? Dass ich nichts gerne tragen würde. Ah, haben Sie eine Entscheidung getroffen? Eisentuch, okay. Ganz ehrlich, wir holen uns jetzt die Informationen hier. So, und was wollte der jetzt für Schätze haben? Danke. Man sieht sich. Handeln mit nix Schätzen, ja. Hä? Aber how? Wait a minute. Huch, nee, das war falsch. Also, wir haben ja jetzt hier unsere Ausrüstung, ja? Wir haben ja jetzt hier
Nee, wo finde ich das denn? Datenbank? Sammelobjekte. So, nix Schätze. Das sind Glückswürfel. Suchen Sie etwas Bestimmtes. Ja, ich würde gerne mit dir... Okay, hier kann man was... Aber wir haben doch hier Rabatt. Wie geht das? Dann Leute. Halten Sie mich bitte nicht auf. Ich habe noch andere Kunden. Nee, keine Ahnung, wie das funktioniert mit den Schätzen von Nix. Das ist ja auch schon wieder merkwürdig, ne? Das ist alles so merkwürdig, meine Freunde. So, jetzt gehen wir hier und sagen ihm die Losung. Sagen ihm, jo, hier, pass auf. Wir sind der und der Kollege. Moin. Hey, ich suche nach Lalini. Und wer bist du? Ein Freund von Arlo. Eine Freundin von Arlo. Arlo lernt in letzter Zeit echt viele Leute kennen. Folge mir. Oh. Wohin geht's? Wow. Er geht jetzt wirklich nur das kleine Stück zurück. Okay, folge mir. Folge mir in meinen Laden, der hier eh schon offen steht. Na gut, geil. Sieh dich um. Okay. Also, was haben wir denn hier? Wir würden gerne was kaufen. Oh. Okay, hier gibt's ganz schön viele Informationen. Und in dem Vorratslager befindet sich unter anderem das Ausstellungsstück Grobian-Jacke. Und Piraten haben eine Ladung konfiszierter Güter gestohlen und sie auf Toshara versteckt. Komm, wir holen uns einfach die Informationen. Was hat er hier jetzt noch? Halte zwei Chips zurück. Jeder während eines Adrenalinschubs besiegte Gegner regeneriert deine Gesundheit. Okay. Okay, 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 okay. Haben wir jetzt jede Menge? Das ist Quatsch hier. Suchst du etwas? Grobian-Jacke? Okay, das haben wir jetzt alles. Jo. So. Und mir fällt auch gerade eine Sache ein. Ich glaube, wir müssen mal... Das ist ja echt nicht so schön. Wir müssen mal unsere Werbung mal ein bisschen hier umplatzieren. Sorry dafür, ey. Ich dachte eigentlich, wir haben den guten Platz gefunden. Dem ist aber gar nicht so. Dann machen wir es hier hin, Freunde. So. Machen wir es dahin. Sorry, ey. Das war einfach die falsche Stelle wohl anscheinend. Da kommen wir zu Crimson Dawn. Aber das ist fein. Das ist fein. Wir können nochmal hier zu den Händlern gehen. Hey, Baka. Irgendeine Ahnung, wo die Pikes ihre Ersatzteile lagern? Kein Glück mit Crimson Dawn? Lass das mal meine Sorge sein, ja? Okay, okay. Ich habe meinen Job für Gorak erledigt und einen Blick in den Unterschlupf werfen können. Das war, bevor sie mich gefeuert haben. Es gibt eine Sicherheitslücke. Such nach einem Luftschacht. Eines Tages wird alles anders. Ich hasse dich. Such nach einem Luftschacht, ja. Oh, zuhören. Da kann man auch was zuhören. Du hast es einfach weggegeben und Gorak hat uns für die Sache schon bezahlt. Aber er hat behauptet, dass er zu den Pikes gehört. Ist dir klar, dass er es an Crimson Dawn weiterverkaufen wird? Wir biegen das wieder hin. Er hat es in einem Gebäude auf der anderen Seite des Pike-Bezirks versteckt. Wir brauchen nur einen Datenstift, dann kriegen wir alles zurück. Falls wir nicht zu spät sind.
Betrügerischer Händler, okay. Das ist auch schon mal okay. Hier könnten wir Sabak spielen. Was hast du? Das weiß ich noch nicht, das musst du mir sagen. Leiterplatte, okay. Zur Verbesserung des Gleiters. Nee, das ist... Na klar, verschwende ruhig meine Zeit. Sag mal. Okay, jetzt kann man da vorne in so ein Gebäude rein. Ach so, jetzt muss ich hier irgendwie... So, hier werden wir ja eh jetzt schon gesehen. Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen. Hä? Hacken wir uns mal hier rein. So, jetzt sind wir drin. Nee. Jetzt haben wir es. Mein Gott. So, Schacht öffnen. Also gut. Blasterteile. Blasterteile. Schlüsselkarte. Verdammt, die haben wir nicht. Wieso kann ich denn auf den Computer nicht zugreifen, wenn ich direkt daneben stehe? Das ist ja auch eine... Das dürfte passen. Merkwürdig. Deine Info war Gold wert. Ich hab das Teil. Hast du eine Werkstatt oder so, die ich benutzen kann? Ich hab was Besseres. Auf der Bahnbrecher gibt's eine Werkbank, die ich zum Laufen gebracht habe. Außerdem habe ich das Schiff zu einem richtigen Dock in einer Siedlung namens Jaunters Hoffnung gebracht. Da ist das netter, bequemer. Na gut. Na gut, sagt sie. Könnte nützlich sein. Über das nächste Rennen. Okay, hör mal. Niemand erwartet, dass dieses Quartier gewinnt. Das macht es so lukrativ für uns. So, was können wir jetzt hier machen? Okay, wir versuchen es. Hacken. Bitte funktionier. Oh. Warte, das muss ja dann dahin und das muss dahin. Ausschlussverfahren, ne? What? Richtiger Glücksgriff, Freunde. So, Daten übertragen. Let's go. Ja, das dauert immer eine Zeit, ne? Mit den Daten irgendwie. Passiert jetzt hier noch was? Hallo? Ach. Das haben wir dann schon. Okay. Tilaks Tresorraum Schlüsselkarte. Eine Konsole in der Nähe sollte die Fundorte der drei Schlüsselkarten aufzeigen. Eine Konsole in der Nähe sollte die Schlüsselkarten aufzeigen? Hä? Aber wir sind doch jetzt hier. Also manchmal finde ich das aber ein bisschen verwirrend, sage ich halt ganz ehrlich. Eine Konsole in der Nähe sollte die aufzeigen. So, hier sind doch Konsolen oder was? Naja, man weiß es nicht, ne?
Ah, hier geht's auch rein. Hier geht's wahrscheinlich dann zu dem, wo wir den anderen Raum da finden. Oder wo wir die anderen Informationen finden. Da gehen wir auch mal rein. Hacken wir mal den Kram hier. Trügerischer Händler. Gut, das haben wir. Information geklärt. Das finde ich auch so witzig, dass das geklärt heißt. Wohneinheit. Okay, neuen Schatz. Ein Grobtuch haben wir hier. Eine Chuck-Wurzel. Wohneinheit D26. Mhm. Ach, hier leben die. Das ist ja auch witzig. Ich sag ganz ehrlich, jetzt wäre trotzdem immer noch spannend, wo ist denn jetzt die Konsole? Da steht ja ganz klar, dass da eine Konsole sein soll. Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Wo kriege ich denn... Hä? Ich weiß nicht weiter, Freunde. Das finde ich manchmal ein bisschen komisch, ne? Also hier soll jetzt eine Konsole in der Nähe sein. So. Jetzt sind wir hier ja im Suchbereich. So, die Konsole kann ja nur hier drin sein. Dann haben wir jetzt ja hier auch was gehackt. So, aber da ist ja anscheinend irgendwie was... Ein Wettbereich, wo wir ja nicht hinkommen. Wie kommen wir da in den Wettbereich rein, Freunde? Ach, das ist vorne da der Eingang, ne? Oh mein Gott. Da müssen wir uns noch quasi besser stellen. Verdammt. Hm. Gut, ich würde mal sagen, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, weil ich glaube, da kommen wir jetzt aktuell ja auch noch nicht rein, ne? Das ist echt ein bisschen bitter, ey. Das ist echt ein bisschen schade. Gut, meine Freunde, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt haben wir tatsächlich ein bisschen Nebenquests gemacht. Sorry auch, dass die ganze Zeit da mein Werbungssymbol im Weg war. Das habe ich leider erst jetzt zu spät gesehen. Entschuldigt das bitte. Und ja, dann würde ich mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao!